Hallo, du wundervolle Anhäufung an Sternenstaub. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mindful Muse. Mein Name ist Lisa und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist. Wir wollen uns heute mal wieder ein bisschen tiefer in unser Horoskop vergraben. Und zwar soll es um Merkur gehen. Merkur ist der zweitkleinste Planet in unserem Sonnensystem und der ist eben auch am nächsten an der Sonne. Und daher braucht er auch nur 88 Tage, um einmal die Sonne zu umrunden. Merkur verbringt dann ungefähr 2 bis 4 Wochen jeweils in einem Zeichen, kommt immer darauf an, ob er eben auch rückläufig geht oder nicht, und braucht wie die Sonne ungefähr ein Jahr lang, um eben durch jedes Tierkreiszeichen durchgewandert zu sein. Und das Spannende an Merkur ist, dass der eben niemals weiter als ein Zeichen weg von der Sonne ist. Das heißt, wenn dein Sternzeichen zum Beispiel Krebs ist, dann bist du entweder Merkur Krebs, Merkur Jungfrau oder Merkur Löwe, aber nichts anderes. Oder wenn du zum Beispiel Sternzeichen Stier bist, dann ist dein Merkur entweder in Zwilling, in Stier oder in Widder. Aber er kann nirgendwo anders sein, weil er sich eben nicht weiter von der Sonne weg entfernt. Und daher ist er auch so ein ganz großer Teil von deinem Sonnenzeichen, von dieser Position. Und meistens ist es eben auch so, dass wir uns sehr stark mit unserem Merkur identifizieren können, weil es eben die Art und Weise ist, wie wir denken. Und darüber sind wir uns meistens sehr, sehr bewusst. In der hellenistischen Astrologie basiert ja ganz viel auf der römischen, griechischen Mythologie und Merkur steht eben für Hermes. Das ist der Botschafter der Götter. Der ist immer zwischen Himmel und Erde unterwegs, der sammelt Informationen, der fliegt von hier nach da, ist super schnell. Der hat an den Schuhen auch diese Flügel und der ist ganz schnell, ne? Ganz flink und er weiß immer alles. Und daher steht eben die Merkur-Position in deinem Horoskop auch für deine Art und Weise der Kommunikation, wie du denkst, wie du sprichst, wie du Informationen verarbeitest, wie du dich ausdrückst, wie du Ideen rüberbringst, wie formulierst du sie, bist du ein guter Geschichtenerzähler, kannst du Menschen mitreißen, bist du gut darin, Leute anzusprechen oder bist du eher ein bisschen zurückhaltend, wie sind deine Diskussionsskills, bist du gut im Verhandeln, ziehst du dich lieber zurück mit einem Buch oder bist du ständig in der Kommunikation mit anderen, ja? Also all diese Dinge können wir ganz gut über den Merkur erkennen. Es ist eben unser Intellekt, unsere Intelligenz, unser Erinnerungsvermögen, wie wir Informationen verarbeiten, wie wir lernen, haben wir eine Obsession über Details. Also in der Essenz gesehen will Merkur einfach alles wissen, ja? Also wer, wie, wo, was, warum. Und wie sich das genau bei dir auswirkt, schauen wir uns jetzt mal an mit deiner persönlichen Merkur-Position. Jungfrau Merkur, lucky you, Merkur ist hier zu Hause und fühlt sich hier besonders wohl und bei dir geht es eher so um den inneren Ausdruck von Merkur. Also Merkur hat ja eben zwei Seiten, den inneren und den äußeren Ausdruck und bei dir geht es ums Verarbeiten der Informationen. Im Zwilling ist er auch zu Hause und da geht es eher so ums Verteilen und bei dir geht es wirklich so ums Innere, ja, was passiert da alles, wie passiert das? Also es geht um Fakten, Fakten, Fakten und es gibt wenig Raum für Emotionen. Für dich ist alles durchdacht, ja? Egal welche Entscheidung du triffst, du hast alle Perspektiven erstmal betrachtet. Also du bist auf jeden Fall nicht die Person, die irgendwie voreilig Schlüsse zieht oder so, ne? Also du willst schon eine Entscheidung treffen, aber eben erst, wenn du alle Punkte beachtet hast. So, das typische Erdzeichen-Ding ist auf jeden Fall, wenn du eine Entscheidung geformt hast, dann ist es unglaublich schwierig, dich davon wieder abzubringen, ja. Weil du halt weißt, wie viel Research, wie viel Information du gesammelt hast, um zu dieser Entscheidung zu kommen und zu dieser Meinung. Und da lässt sich irgendwie wenig rückeln. Es ist bei dir aber schon so einfacher als jetzt beim Stier zum Beispiel, dass wenn man mit Informationen und mit Fakten kommt, kann man dich auf jeden Fall überzeugen. Du wirst nichtsdestotrotz auf jeden Fall noch deine eigenen Nachforschungen machen, bevor du dich dann wirklich umentscheidest. Dein Talent ist es, Informationen aufzunehmen. Also seitenlange Texte, du kannst es alles in dich aufnehmen, super schnell, ins Detail. Und das Problem ist so ein bisschen, dass du manchmal Gefahr läufst, dich einfach selbst zu überfordern und dich selbst ins Burnout zu treiben. Ja? Also du liebst To-Do-Listen und hier noch und da noch und das kann ich auch übernehmen und das kann ich noch machen und dann bist du einfach irgendwann, es ist einfach too much, ja? Man kann nicht alles alleine stemmen. Und dann auf einmal findest du dich in der Situation wieder, dass du dich einfach überfordert fühlst, ja? Und ängstlich und irgendwie einfach alles zu viel ist. Es ist halt auch einfach so, dass du einen unglaublich starken Verstand hast. Also den stärksten Verstand wahrscheinlich im ganzen Zodiac. Und für dich ist es eigentlich so, oh, die Welt sollte am besten so funktionieren wie dein Verstand, dann wäre sie eine bessere, eine klarer strukturiertere, eine besser organisierte. Und das kann leider immer wieder dazu kommen, dass du dann enttäuscht bist, wenn du merkst, so, es ist aber nicht so.
Es gibt so viele Menschen, die ihren Merkur nicht in der Jungfrau haben und Dinge laufen oftmals nicht so, wie du sie eben möchtest. Und dann ja, kommt es eben zu so einer Frustration. Es ist halt super schwierig für dich nachzuvollziehen, dass nicht alles strukturiert und geradlinig ist, wie irgendwie bei dir, und dass Leute auch mit ihren Emotionen entscheiden und ihren Gefühlen irgendwie mehr Wert geben als irgendwelchen Fakten und so. Und es ist für dich halt echt null nachzuvollziehen. Und du kannst da auch teilweise wirklich intolerant gegenüber Menschen werden, weil du einfach nicht verstehst, wieso irgendjemand das tun würde. Teilweise kannst du dann auch wirklich ungeduldig werden mit Menschen, die dann so von Gefühlen und Emotionen irgendwie geleitet sind und sich so ausdrücken. Und dann ist es einfach so, es ist nicht logisch basierte Kommunikation. Und es ist nicht klar, weil es vielleicht voll mit Gefühlen ist. Und dann ist es für dich auch wirklich schwer, mit diesen Menschen zu interagieren, ohne sie auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht sogar ein bisschen zu verurteilen. Und es kann auch manchmal echt so ein Problem sein, dass du oft kalt rüberkommst. Und in Wirklichkeit bist du das aber gar nicht. Es ist halt einfach eher so, dass du eine vom Verstand gesteuerte Person bist, die in einer emotionalen Welt ist. Und für dich ist einfach Logik an erster Stelle und für Gefühle wenig Raum. So bist du einfach. So ist dein Verstand gesteuert. Und da kommt es eben manchmal eben so zur Reibung oder Irritierung oder auch Verwirrung. Also diese emotionale Abgeklärtheit, die ist ein totaler Vorteil im Beruf, aber kann halt eben auch zu Schwierigkeiten einfach in deinem sozialen Umfeld manchmal führen. Ja, weil für dich ist einfach diese emotional abgeklärte Denkweise, das ist für dich der Alltag, und deswegen bist du auch unglaublich gut in Lehrerpositionen, Wissenschaftlerpositionen, ja. All das, wo du eben ganz klar und logisch denken musst und wo es eben keinen Spielraum für irgendwelche emotionalen Ausbrüche gibt. Und du wirst es wahrscheinlich auch wirklich in deinem sozialen Umfeld merken. Und zwar werden deine Freunde und deine Bekannten wahrscheinlich nicht zu dir kommen, wenn sie irgendwie in den Arm genommen werden wollen und irgendwie getröstet werden wollen oder so. Sie kommen zu dir, weil sie den Spiegel vorgehalten haben wollen, weil sie Fakten wollen, weil sie endlich Schluss machen wollen und endlich aus dieser toxischen Beziehung rausgehen wollen. Ja, also wenn jemand zu dir kommt und um Hilfe fragt, dann ist es, weil er die harte Wahrheit hören will und weil er will, dass dieser klare Verstand ihnen weiterhilft. Und das ist unglaublich wichtig und das brauchen wir, also unterschätzt es nicht. Es bedeutet nicht, dass du gefühlskalt bist. Das war's auch schon mit der kleinen Exkursion in deine Merkur-Position. Ich hoffe, dass du dich da drin wiedererkennen konntest und vielleicht was für dich mitnehmen konntest. Ich würde mich natürlich wie immer total freuen, wenn du mir einen Kommentar mit deiner Erfahrung hinterlässt oder dem Video ein Like gibst und am allerbesten natürlich meinen Kanal abonnierst. Da hilfst du mir unglaublich weiter, die Information der Astrologie ganz weit auszubreiten. Und ansonsten wünsche ich dir einfach alles, alles Gute, viel Spaß bei der Selbsterforschung und pass auf dich auf. Namaste.